Lange habe ich trainiert und heute ist es an der Zeit, ich werde meinen ersten Gegner auf Augenhöhe treffen. Heute spiele ich gegen Hand of Blood. Herzlich willkommen, es ist wieder Freitag, es ist wieder Magic-Tag, schön, dass ihr dabei seid. Ja, lange habe ich trainiert, ich habe dieses Spiel bis zur Perfektion gemeistert und heute werde ich das mal unter Beweis stellen müssen, denn ich wurde herausgefordert, ja, ein digitaler Handschuh wurde mir vor die Füße geworfen und da sage ich natürlich nicht nein, Hand of Blood, der schon Donnie in Age of Empires weggefegt hat, kurz davor ist, die gesamte Gaming-Ehre von Rocket Beans TV niederzureißen. Das letzte Bollwerk, das sich ihm entgegenstellt, ist meine Wenigkeit. In diesem kleinen verkniffelten Kartenspiel, das sich Magic the Gathering nennt, werde ich heute gegen ihn antreten. Die Regie ist gerade noch dabei, sich mit ihm zu verbinden. Er ist nicht leicht zu erreichen, er ist ein vielbeschäftigter Mann, er ist ein sehr erfolgreicher Magic-Spieler, der auch bei sich häufig streamt. Und heute werden wir gegeneinander spielen. Wir spielen ein Best of Five. Jeder bringt drei Decks mit. Wie genau das ablaufen wird, werden wir gleich noch besprechen. Wir haben auf 11.30 Uhr terminiert. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Gestern habe ich noch ein richtig heißes Deck gebaut, Freunde. Ich habe letzte Woche ja schon angefangen mit Beetlehenge. Und ich habe da noch ein bisschen dran rumgeschraubt und dran rumgebaut. Und ich bin sehr zufrieden. Ich habe gestern von 10 Spielen 8 gewonnen. Beetlehenge ist the shit. Vor allem, ich glaube Hand of Blood. Ja, der holt sich halt so die heißesten Decks aus dem Internet, die heißen Jungs gerade so auf dem Schulhof spielen, ja, und zockt die. Was der nicht kennt, sind echte, frisch gebackene, handgemachte Decks wie Beetlehenge. Damit, glaube ich, kriege ich ihn. Mit meinen anderen Decks wird es, glaube ich, schwierig, weil den macht er einfach kaputt. Aber Beetlehenge, da hat er nichts dagegen. So, ich habe überlegt, drei Decks müssen wir auswählen. Ich habe überlegt, welche Decks ich auswähle und ich habe einfach meine erfolgreichsten, ich glaube, ich nehme einfach meine erfolgreichsten Deck. Natürlich nehmen wir unser Baller-Deck, weil wir wollen ballern einfach. Wir müssen am Anfang einfach mal sagen, wer hier der Chef ist. Ich nehme mein 3-3-3-Deck. Klar, der Lebkuchenmann ist dabei. Es ist ein klassisches Zirkus-Deck. Ja, machen wir uns nichts vor. Es ist ein 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 ist gleich Sieg-Deck. So wird das aussehen. Wir haben Torbran dabei, der ist ziemlich krass. Ihr kennt das Deck. Ihr kennt das Deck. Das ist das Deck, das ich spiele, wenn ich 4 Spiele mit einem anderen Deck verloren habe und einfach einen schnellen, schmierigen, dreckigen Win brauche. Dann hole ich mein Dreier-Deck raus. Es ist ganz klassisch. Wir ballern alles weg. Wir haben ganz viele kleine 1-1-Linge. Nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Überhaupt kein Problem. Dann nehmen wir noch ein weißes, schmieriges Deck mit rein. Ist ein ekelhaftes Deck. Super viel Life-Gain. Ja, wir haben die ganzen Klassiker mit dabei. Wir haben den Sonnenmähen Pegasus. Wir haben den Archon mit dabei. Wir haben alle fucking nervigen weißen Karten dabei. Wir haben Heliod dabei. Elspeth ist mit dabei. Alle sind dabei. Daxos, das wird einfach nervig. Das wird einfach das Nerv-Deck. Und dann, wenn ich zweimal verloren habe, dann kommt mein Trumpf. Dann kommt mein absoluter Trumpf. Dann kommt das Deck, das ich gestern und noch um 3 Uhr nachts zusammengefrickelt habe, mit dem er nicht rechnen kann. Dann kommt motherfucking Beetlehenge 4. Und ich habe so viele coole Karten gefunden, die da reinpassen. Es ist ein Traum. Es ist ein absoluter Traum. Ich werde wahrscheinlich später nochmal näher darauf eingehen, weil es ist so genial geworden. Erstmal, die Idee von diesem Deck ist erstmal Käfer. Ja, es gibt diesen Käfer, ich liebe ihn. Käfer braucht Stärke 4. Und dann dachte ich mir, okay, ich baue ein Deck komplett herum um die Idee, billige, starke Kreaturen mit Einschränkungen und dann die Stärke nutzen. Heißt, Lovestruck Beast kostet 3 Mana für eine 5-5. Kann ich angreifen ohne 1-1. Ist mir im Zweifel aber egal, solange ich den Käfer habe, der den schön hochbufft. Hüterin der Gefesselten, 3 Mana 4-4, super gute Werte, aber kann ich angreifen, solange ich einen anderen 4-4 habe. Ist mir im Zweifel aber egal, weil sie meinen Käfer hochbufft und wenn der eine 4-4 ist, kann sie auch angreifen. Dann, diese Karte habe ich gefunden, passt mega gut rein. Weil es ist erstmal ein tollwütiger Biss, bam, und aber, falls ich den nicht brauche, kann ich für 4 Mana von Mana noch erzeugen ein, na was wohl, 4-4 roten Spielstein, bam, die 4, bufft meinen Käfer, dann kann die angreifen, alles perfekt. So, Lovestruck Beast, oh, 1-1-Ling, was ist, wenn ich keinen 1-1er habe? Ich habe den hier, das ist ein 1-1er, der Mana erzeugt, Moment mal, wann erzeugt er 2 Mana? Richtig, bei der 4. Schön, wenn ich eine Kreatur mit 4 habe, kriegt er doppelt. Alles greift ineinander. Ihr merkt schon. So, Kraulharpunier. Gegen Reichweite. Ihr denkt euch, der hat ja nur Stärke 3. Falsch. Wenn der ins Spiel kommt, kriegt er +1/+0 für jede Friedhofkarte. Kann also als 4er reinkommen. Ja, Moment mal, der ist aber nicht ewig 4er. Reicht aber, um den Käfer hoch zu buffen. In der ersten Runde ist er eine 4er. Bam, buff den hoch. Kein Problem. Kiora. Zieh eine Karte, wenn du eine Kreatur mit Stärke 4 hast. What?
wieder die 4, kein Problem. Zack, hol sie raus. Und dann, wenn ich diese ganzen billigen, starken Kreaturen habe, was mache ich dann? Dann kommt der Big Henge, weil ich habe viele, weil ich habe hohe Stärke, die ich billig rausgeschmiebelt habe. Zack, schon habe ich The Big Henge oben dabei. Und dann habe ich Kiora, enttappe eine bleibende Karte in der Wahl. Ich enttappe meinen Henge, hab 4 Mana und 4 Lebenspunkte, hau den ganzen anderen Scheiß raus. Questing Beast, ultra lame. Aber wie viel Stärke hat sie? 4, natürlich. Ansonsten, iranischen Spiele, perfekt. Erzeuge einen 1-1 Spielstein. Warum 1-1? Damit Love Strike Beast angreifen kann. Dann +3/+3. Kann geil sein auf dem Trampelding, kann geil sein auf dem Trampelding, kann geil sein auf Beast, kann geil sein auf Questing Beast, überall geil. Und dann, falls eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrolliert, ziehe 2 Karten. Bam, da passt alles genau ineinander. Ich liebe dieses Deck. Ich habe gestern damit, bin sehr gut gefahren. Wir gucken es uns später an. Es ist ein bisschen mein Kicker, ein bisschen mein Joker. Und falls es heute nicht funktioniert, ich weiß nicht genau, welches System wir machen, ob man sagt, wenn jemand gewinnt, dann muss das Deck ändern. Wie es läuft, mal schauen. Also, er hat mir gerade geschrieben, dass er sich mit der Regie auf jeden Fall connected. Regie, haben wir schon eine Anfrage? Haben wir schon Infos? Ja, wir richten das gerade ein. Alles klar, super. Wir haben ihn auf jeden Fall. Ihr habt ihn, fantastisch. Fantastisch. Ja, es ist mir eine große Ehre. Ich glaube, er ist ein sehr guter Spieler, ehrlich gesagt. Von daher wird es schwierig. Ich hoffe, dass ich gut ziehe, um ganz ehrlich zu sein. Das ist, glaube ich, der Aspekt, der mir noch am meisten liegt, einfach ein glückliches Händchen zu haben. Und dann müssen wir mal gucken. Es ist ein Best of 5, also es ist alles drin. Ich kann 2-mal verlieren, ich kann 2-mal schlecht ziehen, 2-mal mulligan. Aber dann spätestens mit Beetlehenge haue ich ihn um. Und wir gucken mal, wie es läuft. Wir schauen mal, vielleicht haben wir noch ein paar andere Decks. Hier habe ich auch mal nebenbei gebaut, The Gingering. Hat es nie on air geschafft, dieses Deck. Aber ist auch ein sehr cooles Deck, das mir sehr gut gefällt. Ein komplettes Deck, das sich nur um den Lebkuchen dreht. Ich dachte mir, warum nicht? Und ein Lebkuchen kann nicht geblockt werden. Bam, Hammer des Kolosses, +10/+10. Mit der Hellebarde, mit, dann hat man, die hier ist dabei, die kann nämlich Artefakte holen. Perfekt, ich kann nicht meinen Lebkuchen holen und kann nicht Ausrüstung holen. Das Deck funktioniert so gut wie gar nicht, aber es heißt The Gingering. Vielleicht spielen wir das auch irgendwann mal, vielleicht ist da noch was drin. Ist so ein Artefaktkartendeck, ist super strange, funktioniert nicht wirklich. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die 4 Spiele, die ich damit verloren habe. Unser Schnarchhorn hätten wir natürlich auch noch in der Hinterhand. Ich weiß nicht, ob er damit rechnet. Naja, haben wir noch. Das ist ja kein so euphorisches Deck. Ansonsten, was hatten wir sonst eigentlich noch? Riesenhunger, Oko und Gras ist natürlich alles, wurde weggebannt, weil es zu stark war. Zurück zu den Wurzeln habe ich lange gespielt. Wuchert 2, Wuchert 3 lief gut. Und zurück zu den Wurzeln. Ekelhaft lief auch ganz gut. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich werde ihm erstmal 3-3-3 reinballern. Dann mit Weiß ein bisschen nerven. Und wenn er denkt, ha, den mache ich locker fertig, kommt Beetlehenge um die Ecke. Bam. Wie schaut's aus? Regie. Ist Krogi mittlerweile da? Ist unser Head of Sound Engineering da? Alle da. Wir ziehen ihn gerade in den Sprachchannel. Alles klar. In der Zwischenzeit können wir vielleicht noch ein paar Booster-Packs aufmachen. Ich habe mir ein paar Booster-Packs erspielt in letzter Zeit, weil ich gestern tatsächlich oft gewonnen habe. Ich bin auch in der Goldliga mittlerweile drin. Können wir ein bisschen was aufmachen? Das ist jetzt noch Eldraine, so wie es aussieht. Die Prinzessin dabei. Oh, und ich brauche Wildcards. Ich brauche Länder. Ich brauche ganz dringend Länder für Beetlejuice, Beetlehenge, weil ich nicht genug doppelfarbige Länder habe. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall goldene Wildcards. Yes. Okay, eine haben wir schon. Sehr gut. Chimäre, richtig gut. Held der Nyx geboren. Ah, das ist ja diese Held-Mechanik, wenn man was auf den Zauber kriegen alle +1. Und seltene Wildcard. Genau das, was ich brauche. Exakt das, was ich brauche. Ich brauche Doppelländer. Ich brauche grün, rote Doppelländer. Vielleicht können wir das gleich nochmal anpassen. Okay, Daxus ist mit dabei. Die habe ich, glaube ich, alle schon. Oh, nice. Oh Gott. Solche Karten hat er wahrscheinlich, solche fucking Lame-Karten, hat er wahrscheinlich dabei, hat er sich viel gecraftet. Keine Ahnung, was man dagegen machen kann. Nice, aber die ist gut. Ich weiß nicht, ob ich jemals ein blaues Deck damit machen werde, aber ich habe sie zumindest. Verzauberungskarte, okay. So, wir müssen noch ganz kurz letzte Anpassungen machen in unserem Beetlehenge-Deck, weil hier haben wir Stampfgelände, das sind die, wo man 2 Lebenspunkte zahlen kann. Die gefallen mir ehrlich gesagt besser als zum Beispiel der Tempel der Unbekümmertheit, wo man zwar einmal Hellsicht hat, aber man kriegt nicht sofort seinen Mana, das ist oft sehr wichtig.
Deswegen tue ich den mal raus und nehme noch ein Stampfgelände mit rein. Weil es tatsächlich, habe ich gemerkt, in dem Deck durchaus wichtig ist, die Kreaturen möglichst schnell rauszukriegen. Weil das Deck lebt davon, dass man einfach ein besseres Board hat als der Gegner. Und da ist es wichtig, die schnell rauszukriegen. Und da kannst du dir nicht diese eine Runde warten. Deswegen ist Stampfgelände wichtig. Fable Passage habe ich auch dabei. Weiß nicht, ob ich den so super finde, weil auch der nur dann ungetappt rauskommt, so, wenn man vier oder mehr Länder hat. Ja! Ich grätsch mal dazwischen. Wir haben Hand of Blood in der Leitung. Ich muss mal kurz ein. Erstmal hallo, Krogi. Erstmal frohen Valentinstag. Ja, frohen Valentinstag. Ein bisschen Liebe verbreiten. Das ist schön. So, jetzt müsstest du. Also, ihr hört dich schon mal. Da bin ich mir ganz sicher. Und du. Ja, hallo, Hand of Blood. Freut mich, dass du da bist. Ich kann dich gerade noch nicht hören. Hallo. Jetzt, ah, hallo, da ist er doch. Schön, dass du da bist. Ach so. Alles gut. Ach ja, freut mich. Frohen Valentinstag. Freut mich, dass ja, gleichfalls, du heute noch Zeit hast. Ich dachte eigentlich, dass du heute einen komplett vollen Terminkalender hast, von 8 Uhr bis 24 Uhr abends. Schön, dass du die hab Zeit ich auch, noch aber ich habe mir natürlich extra freigenommen. Also, ach, Mensch. Weil da setze ich dann noch Prioritäten. Das ist doch herrlich. Das freut mich sehr. Ja, du hast mich herausgefordert. Freut mich, dass du mich zumindest mal als würdig erachtest, nachdem du so ziemlich jeden anderen von Rocket Beans, aka Donnie in Age of Empires, komplett vernichtest. Ich hoffe, ich kann zumindest die Ehre dieses Senders ein klein bisschen retten. Ja, gut, also erstmal schmeichelt mir, ist natürlich sehr nett zu hören. Allerdings, wenn ich dann auf euren Channel gehe und da ist Hand of Blood total falsch geschrieben, da denke ich halt, da gehe ich direkt wieder flog. Okay, gut, das kann sein. Bewerte uns nicht nach unserer Rechtschreibung, da kannst du uns nicht fair bewerten. Bewerte uns lieber danach, wie gut wir Magic-Karten ziehen können. Wie spielen alles wir denn klar jetzt? Hast du Erfahrung damit, wie das genau funktioniert? Ich habe noch nie gegen einen Menschen, den ich kenne, Magic gespielt. Immer nur gegen anonyme Menschen okay, aus dem Internet. Okay, das ist übel traurig. Achso, okay. Na gut. Also, ich habe dir ja geschrieben gehabt, am besten nimmt jeder von uns sowieso drei Decks. Ja. Und dann machen wir ein Best of Five. Und ich glaube, es wäre ganz cool, aber da können auch gerne die Leute oder du ihre Meinung verkünden, dass man am Anfang ein Deck pickt. Und wenn man verliert, darf man sich ein neues aussuchen. Aber wenn man gewinnt ein Match, dann behält man das Deck noch. Okay, sprich, ja, finde ich. Man kann sich dann so ein bisschen anpassen, welches Jungs, Deck man dagegen spielt. Jungs, einmal die Regie. Hanno, kannst du einmal rausgehen in den Kanal, wieder reingehen? Wir haben nämlich ein paar Übersteuerungen drin. Mach ich gerne. Die ich so nicht rauskriege, das wäre ein Test. Ansonsten müssen wir damit leben, dann tut es uns leid. Aber. Nee, wir haben Zeit, das müssen wir schon richtig machen hier. Knistert halt ein bisschen. Dankeschön. Okay. Ja, okay, so wird der Modus sein. Drei Decks, der Verlierer darf das Deck wechseln, der Gewinner muss sozusagen dasselbe Deck nochmal spielen. Dadurch kann man sich natürlich so ein bisschen fein anpassen. Ihr wisst natürlich, wie gut ich das kann. Und ich bin sehr gespannt, was Hand of Blood da aus dem Ärmel zaubert. So, da bist du wieder, du klingst ganz fantastisch. Ja. Großartig. Ja, eben, das lag an mir. Hättet ihr mir sagen können. So. ja, wie läuft das denn in-game? Müssen wir jetzt so eine Awkward-Freundschaftsanfrage schicken oder wie, die wir dann kündigen, nachdem wir gespielt haben? Oder wie läuft das? Nee, ich glaube nicht. Nee? Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Ich muss ja auch einmal kurz deinen Lautstärke anpassen. Geil, so. Also man kann meiner Meinung nach... Oh, wir können auch so mit Side-Deck spielen. Okay, also man kann auf jeden Fall oben, wenn du auf das Schwert klickst, also die beiden gekreuzten Klingen... Ja. Da kann man einfach einen Display-Namen eingeben, also einen Ingame-Namen. Ich gebe deinen ein, du gibst meinen ein. Ich schick dir mal meinen, okay? Okay, cool. Dann schicke ich dir gleich meinen. Dann kannst du mich einladen. Dann so. So, da merkt man eigentlich erstmal, wie man heißt, ne? Das ist dann. Man hat sich das so. Wo schicken wir uns den? Ich habe ihn dir auf Twitter geschickt. Ach so, ja. Okay. Kunde. Sehr gut, Regie ist hellwach, zeigt meinen Namen nicht. Sehr gut. Finde ich gut. Ah! Sehr gut. Ach, jetzt muss ich hier schon direkt ein Deck auswählen, oder wie? Ah, okay. Genau, du wählst dein Deck aus. Okay. Ach, cooler Name, ja. Ja, danke dir. Das ist immer so mein letztes Mal. Ich wusste auch nicht, ob ich das lange spiele. So, ja, ich guck mal rein, nehme irgendeinen Namen und dann hast du den Rest deines Lebens. Okay. Kennst du wahrscheinlich auch das Problem. Wenn das für dich okay wäre, würde ich einmal kurz von meinem Video anmoderieren, weil sonst sind die Leute so, was passiert hier? Nee, gerne, klar. Cool. So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Magic, meine Damen und Herren. Heute haben wir was ganz Besonderes am Start, und zwar den Florentin Will. Hallo, freut mich. Ist was ganz Besonderes, oder? Wir machen einen Best of Five. Und wir sind schon kurz davor, starten durch. Und ich denke, wähle mein erstes Deck. Der Florentin hat das wahrscheinlich auch schon gemacht und klicke auf Spielen. Aber hast du mich jetzt herausgefordert, oder soll...
Nee, du musst den Namen eingeben, also den mein Ingame-Namen, oben beim genau, in der Suchleiste, da ist eine, genau. Und da gibst du das ein, was ich dir bei Twitter geschickt habe. Alles klar. Du, das ist schon mal das romantischste und unkomplizierteste Valentine's Day, das ich je hatte. Das ist doch schön. Okay, alles klar, wir sind drin. Oh, du hast so einen krassen Avatar. Ich bin jetzt schon mal eingeschüchtert. Okay, den kann man einfach im Hauptmenü aussuchen. Okay, ich habe noch den Standard. Wollen wir uns hören, während wir spielen oder nicht? Weil sonst kann ich meine geheimen Taktiken nicht durchdenken. Ich denke sehr sprachlich immer. Ja, dann hören wir uns gerne nicht und zwischen den Matches können wir ein bisschen schnacken. Wie, ja, genau, wir kommen nach den Matches wieder zurück. Weil jetzt, ich muss mich konzentrieren. Ich nehme das hier sehr ernst, ne? Du weißt, für mich steht hier viel auf dem Spiel. Ja, ich auch. Alles klar. Wollen wir noch irgendeinen Einsatz machen? Wie meinst du jetzt? Ja, der, also ich habe letztens zum Beispiel Niklas von Bonjour in Age of Empires weggemacht und der musste eine Woche lang ein T-Shirt tragen, was ich aussuchen durfte. So eine Sache. Ganz unverbindlich. Lass uns erstmal ganz unverbindlich spielen. Ich glaube, ich habe zu viel Respekt vor dir, dass ich jetzt meine Würde hier noch aufs Spiel stelle. Ja, siehste, ist doch schon was. Dann mute ich mich und dann bin ich gleich wieder da nach dem Match. Alles klar. Wenn es mal losgeht. Okay. Alles klar, das erste Spiel steht kurz bevor. Ich habe viel Respekt vor ihm. Ich versuche jetzt wirklich in the zone zu gehen. Ich versuche jetzt wirklich sämtliche Fehler, die ich die letzten Monate gemacht habe, abzulegen. Ich versuche alles richtig zu machen. Ich habe dieses Deck schon oft gespielt. Es ist vielleicht nicht das beste Deck der Welt, aber es ist ein Deck, das ich kenne. Es ist ein Deck, das ich mag. Na gut, was heißt mag? Es ist eine Hassliebe. Es ist der Double Steakhouse, den man sich um 2 Uhr nachts reinpfeift, weil man traurig ist. Aber dann geht es einem für eine kurze Zeit besser. Und genauso ist der Sieg mit diesem schmierigen 3+3 Deck. Und ich hoffe, dass ich ihn so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwische. Mit einem guten Start. Und sonst müssen wir einfach gucken. Und alles andere regelt Beetlehenge. Meine grundsätzliche Idee ist, erstmal Schwäche zeigen und dann mit Beetlehenge einfach aufräumen. Okay. Wir sind gerade noch auf, ich weiß gar nicht, was passiert, ob ich noch irgendwas bestätigen muss, oder ob wir hier gerade im Ladebildschirm sind. Ich kann nur auf Abbrechen klicken. Aber ansonsten, glaube ich, passt. Sollte alles sein. Okay, komm, habe ich hier diesen coolen Kapuzenmann hier. Das ist schon alles, das ist alles eine ganz andere Sphäre hier. Habe ich noch nie gemacht, so ein direktes Match, aber klappt ganz gut bis jetzt. Da lässt sich auf jeden Fall Zeit. Muss vielleicht nochmal die ganzen Foren kontaktieren, nochmal im VOD zurückspulen, welches Deck ich genutzt habe. Soll er alles machen, seine ganzen fiesen Tricks, seine ganzen Sachen soll er machen, wenn er sich darauf verlässt. Ich hab Krenko am Start. Gib Krenko Eile. Dann haben wir's. Kein Problem. Was passiert gerade? Schreibt er irgendwas? Schreib mal, was geht, Smiley. Was geht, Diggi? mit einem kecken Smiley. Hallo. Hey, na? Ja, ich glaube, es klappt so nicht. Ich glaube, wir haben einen Rechtschreibfehler. Hast du das, was ich dir geschickt habe, gecopy-pastet? Nee, ich habe es nicht gecopy-pastet, ich habe es abgeschrieben. Okay, weil da ist zum Beispiel ein kleines O, ähnlich wie bei euch im Titel. Das ist falsch. Ach so, okay. Und dann sind wir jahrelang in diesem Screen hier. Das tut also mir leid. Einfach die sichere Variante des Copy-Pasten. Ich habe dir jetzt auch nochmal ein. Okay, nee, ich glaube, jetzt habe ich es. Du, wir sind hier sehr gute Magic-Spieler, aber sehr schlecht in der Rechtschreibung. Ah, guck mal! Deswegen dachte ich, du hast so einen coolen Avatar, aber der hat dich noch nicht gefunden. Egal. Ja, los geht's, also, alles klar. Und ich mache natürlich den Stream. GLF, so. Go. Okay, alles klar. Okay, los geht's, Freunde. Okay, wir spielen gegen seinen Ajani, alles klar. Okay, wir haben direkt unseren Lebkuchen, kein Problem. Wir haben Lebkuchen, wir haben Schock. Ich würde sagen, wir spielen das. Fuck it. Ich brauche nur einen Lebkuchen zu gewinnen. Alles andere ist mir egal. Ja, wir haben jetzt zwar keinen so guten Zug 2 und 3, aber... Naja, mal schauen. Kriegen wir schon hin. Hauptsache, wir haben Lebkuchen. So, wer fängt an? In unserem ersten Spiel. Ach du Scheiße. Der hat hier schon seine ganzen fancy Länder. Egal. Brauche keine fancy Länder. Ich habe einen fucking Lebkuchen. Alles klar. Da würde er sich umgucken. Da würde er sich auch mal richtig gut umgucken.
Rail Passage ist am Anfang gar nicht so gut, weil er sich auf jeden Fall tappen muss. Auf jeden Fall es erstmal tappen muss. Okay, alles klar. Ich bringe ihn anscheinend schon mal in große Bredouille mit meinem Lebkuchenangriff. Okay, alles cool. Jetzt bin ich gespannt, welche Farbe er überhaupt spielt. Ich habe gar keine Ahnung, was für eine Art Deck er spielt. Oh, schwarz. Uiuiui, okay. Das ist vielleicht so ein... Ich habe keine Ahnung. Vielleicht so ein Devotion Grey Merchant Deck? Ich weiß es nicht. Oh, shit. What? Das sind drei Farben? Holy crap. Das sind mehr Farben, als ich jemals gekannt habe. Schon ein Problem. So, jetzt bräuchte man auf jeden Fall Zirkus oder irgendwas Krasses, irgendwas Gutes für zwei Mana. Schwarz, Rot, Rot und Blau. Okay, alles klar. Ich glaube, meine Decks sind alle Monocolor einfach, wo man schon mal sieht, ich bin ein sehr einfacher Mensch. Bin sehr einfach, ich denke sehr einfach in einfachen Farben, in wenigen Farben. Okay, das sieht doch schon mal aus. Okay, wir machen Schaden, Freunde. Wir machen Schaden, Mann. Okay, wir machen Schaden. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich bin sehr gespannt, wo er mit Schwarz, Rot, Blau hin will. Aber wir machen Schaden. Wir machen fucking Schaden. Wir haben unseren Zirkus. Zirkus ist in town. Der Zirkus ist in der Stadt. Come on. Was macht er? Was macht? End of Blood. Mit großem O. Okay, ich glaube, ich habe ihn in die Ecke gedrängt. Ich glaube, ich habe ihn in die Ecke gedrängt. Ich glaube, da kommt er nicht mehr raus. Ah, der hat wahrscheinlich so Dimir-Zeug. Wahrscheinlich dieses Gedankending, wo er irgendwas ablegen darf oder so. Der hat bestimmt so fieses Zeug. So, wir können im nächsten Zug schon mal gut Schaden machen. Oder halt Torbran rausballern. Er wird zu einer 4-3 im nächsten Zug. Okay, wenn ich angreife mit ihm, wird er zu einer 4-3. Dann muss er entweder... Ah ja, okay, das dachte ich mir. Der wird wahrscheinlich aber Torbran abwerfen. Ah, ich hätte nicht gedacht, dass er so ein Spieler ist, der solche Karten hat. Oder wirft mit Land ab. Ich hätte nicht gedacht, dass er einer von diesen fiesen Dimir, ich werf die Karten. Was soll er machen? Was soll er machen? Okay. Wir haben Chandra. Das heißt, wir können ihn auch noch unblockbar machen. Und er hat ziemlich viel Schaden. Ich glaube, das ist ein solider. It's better than having a plan. Basically anything. Say hi to my fiery friends. Okay. Go Lebkuchen! Go Lebkuchen! Come on! Ja, opfer deinen Krabs, mir egal. Die Frage ist aber, Block, der wird jetzt ein ziemlich heftiger, den muss er eigentlich blocken. Den muss er eigentlich blocken. Aber kommt getappt ins Spiel. So, das lässt er sich jetzt alles einzeln durchberechnen. Soll er machen, ist ein gutes Recht. Soll er machen. Das klickt er sich alles einzeln weg. So, 13-3. Den muss er blocken, aber vielleicht zieht er ihn davor noch auf die Hand zurück. Aber da muss er zwei Karten abwerfen. Das ist schon ein ziemlich harter Preis. Wahrscheinlich wird das einfach blocken hier. Aber wenn er im nächsten Zug keinen Flieger hat, wird das sehr, sehr ekelhaft für ihn. Das wird sehr, sehr unangenehm für ihn. Vielleicht muss er ihn sogar im nächsten Zug dann nochmal ausspielen, um noch einen Blocker zu haben. Im nächsten Zug habe ich mit Schock
habe ich den irgendwie auf 19 Schaden. Und ich 2 Schocks spiele und er ist dann auf wenig. Hey, nicht ganz so leicht. Nicht ganz so leicht. Worte schreiben kann er, aber kann er auch Magic spielen? Ja, mein Lieber. Er überlegt wahrscheinlich gerade, ob er den Effekt machen soll. Er wirft 2 Karten ab, bringt die Windschaft wieder Hand zurück. Ja. Ist weg! Gut. Ich glaube, solange unser Flieger überlebt, ist alles cool. Ich weiß gar nicht, wie viel Removal er in der Situation hat, aber selbst ohne Removal haben wir im nächsten Zug 1, 2, 3, 6. Im nächsten Zug haben wir Lethal schon. Selbst wenn wir Chandras Feuerspucker verlieren. Er weiß, dass ich 2 Schocks auf der Hand habe. Ich habe 2 Schocks auf der Hand. Ich habe 2 Schocks auf der Hand. Ah, da kommt er eben mit seinem fancy Deck, mit seinen fancy Karten. Und kriegt einfach ganz viele Einser ins Gesicht. Ja, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Okay, für deinen Planeswalker. Wir haben den nächsten Zug. Warte mal, wie viel Schaden machen wir? Wir machen 1, 2. Ja, haben wir schon Lethal? Ich will den Schock machen! Ich will den Schock nicht mehr machen! Okay. Okay, alles klar. Ist auch egal! Zum Schaden! In your face! Yes! Okay! Alles klar! Okay. Schönes Spiel, GG! Du spielst also Mono-Red Aggro, ja? Als erstes. Du. Also du denkst so, Monored Aggro, das ist nice. Und das spiele ich jetzt einfach mal. Du, ich will einfach mal eine Ansage machen. Schön entspannt dieses Valentins-Match zu eröffnen, oder? Du, ich will einfach mal eine Ansage machen. Gerne. Ich habe aber auch recht gut gezogen, würde ich sagen. Also ich hatte ich konnte in jedem Zug was Gutes machen, aber ja, das ist mein 1+1+1+1+1 Deck. Okay, ja, GG. GG. Eine Frage hätte ich noch. Yep. Nee, 2 Fragen. Mhm. Einmal, ich habe so ein leichtes Echo, dagegen kann man aber wahrscheinlich nichts machen, oder? Ist okay. Ich höre kein Echo, aber ich weiß nicht. Nee, ja, ich bei dir, ich höre mich das so ganz leicht selber. Das ist dein schlechtes Gewissen vielleicht, dass du solche miesen Karten abwerfst. Okay, zweite Frage. Das mit dem Lebkuchen am Ende, als du ihn so unblockbar gemacht hast und dann noch einen überflüssigen Schock und so gespielt hast, war das Disrespect? Nee. Ich wusste nicht, ob du nicht vielleicht... Du, ich will so einen Sieg sicher nach Hause holen. Und wenn ich einen Lebkuchen habe, dann ist der auch schnell unterwegs. Ach so, falls ich, ja, na gut, okay, gut. Dann also kein Disrespect am Valentinstag, was glaubst du, wer ich bin? Nee, gut, so, ich möchte noch mal eine kurze, etwas zitieren. Ja? Womit ich dir keinen Vorwurf machen will. Nein. So, Mittwoch, 8.51 Uhr, ja, da waren wir schon wach. Mhm. Schrieb ich an Florentin Will, spielst du Esper Control? Da muss ich das Duell leider absagen. Ja. Was ich damit meine ist, es gibt gerade eine gewisse, ne? Es gibt gewisse Arten von Decks, die sind einfach nicht, ne? Also, ja. Sind nicht so nice. Mhm. Und Florentin Will hat geantwortet, haha, komma, ich spiele selbstgebaute Decks aus Karten, die ich cool finde. Keine Angst, du brauchst mit keinen fiesen Decks zu rechnen. So, ja, absolut. Einfach so stehen. Wer von uns beiden hat es die mir, ich werf dir Karten ab Deck gespielt? Eigentlich du oder ich? Ich. Ah, okay. Wer von uns schreibt, dass er nur Decks baut aus Karten, die er cool findet und dann Mono Red Aggro spielt? Nein, sorry. Ganz kurz. Lebkuchen ist cool. Und ich in dem Deck würde sogar eine andere Karte, die man für ein rotes Mana unblockbar machen kann, mehr Sinn ergeben. Aber ich habe trotzdem den Lebkuchen drin, weil ich den Lebkuchen cool finde. Ich finde schön, dass das erste Match war vom Best of 5. Und wir schon so, okay, ich bin jetzt nur ein bisschen ratlos, was ich dagegen spiele.
Weil ich bin ehrlich, ich habe damit nicht gerechnet, dass man hier so mit Monorail Aggro um die Ecke kommt, aber Lebkuchen ist cool. Du, ich habe den schnellsten Lebkuchen der Welt. Ja. Spiel irgendwas Schnelles, du brauchst was mit Eile. Ja. Okay, ich glaube, ich spiele Rankle trocken. Kennst du das? Nee. Gut. Okay. Dann klicke ich jetzt aufs Schwert und gehe ins Game. Also ich muss dasselbe Deck jetzt wieder spielen, ne? Haben wir gesagt. Genau. Ja. Genau. Okay. Alles klar. Gut, ja, dann bis gleich. Bis gleich. Jetzt tut mir fast ein bisschen leid, oder? Oh, jetzt tut er mir ein bisschen leid. Okay. Ich habe den Lebkuchen auf der Hand, Freunde. Ich habe den Lebkuchen auf der Hand. Und ich habe wieder einen Doppelschock auf der Hand. Aber davon wird er mir wahrscheinlich eh die Hälfte abwerfen, von daher... Nö. Gut. Jetzt darf ich aber anfangen, oder? Warum darf er wieder anfangen? Okay, wunderbar. Ich habe leider keinen Zirkus. Müssen mal gucken, wie es läuft ohne Zirkus. Nehmen den Lebkuchen ins... Oh, jetzt bin ich gespannt, welche Farbe er sich holt. Wieder schwarz. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir in Szene sitzen am besten einsetzen. Ob wir das im nächsten Zug direkt machen. Oder etwas im Zug danach erst. Vielleicht müssen wir irgendwas wegschocken, was er hat. Was er ausspielt mit Schwarz. Ich bin Agro-Deck. Fuck it, ich muss ins Gesicht ballern, ey. Alles andere ist jetzt eh egal. Wenn du ein Agro-Deck bist, dann sei auch einfach ein fucking Agro-Deck. Sorry, er hat selber gesagt. Ey, was bringt der Lebkuchen? Der Lebkuchen kann sofort angreifen, man kann ihn für ein Mana unblockbar machen, außer gegen Kreatur mit Eile, weil er so schnell ist, läuft er allen anderen davon. Und er ist ein Speisetoken, das heißt, man kann opfern für drei Lebenskarten. So, jetzt hat er hier seine Fancy-Karten. Schau dir die obersten vier Karten an, die du kannst davon. Weder eine Kreatur noch ein Land ist, offen vorzeigen auf deine Hand. Wir gehen den Rest zu dir greifen. Das Nachset. Okay, what the fuck, Nicole Bolas? Okay, alles klar. Hat Nicole Bolas auf der Hand. Ich hab einen fucking Lebkuchen auf der Hand. Ich hab. Madame Chandra. Don't worry, I brought company. Okay, nächste Runde Torbran wären 1 in 7 Schaden. So, was genau macht der? Ist ein Planeswalk. Du kriegst eine Karte. Jeder Gegner schickt eine Karte von deiner Hand oder eine bleibende zu dir. Torbran haben wir mit den Schocks, haben wir 12 Schaden auf der Hand. Ach du Scheiße, das tut mir ein bisschen leid. Oh nein, oh Gott. Was ist aus mir geworden? Was für ein Spieler ist aus mir geworden? Oh nein. Oh, es tut mir fast ein bisschen leid. Ich habe 12 Schaden auf der Hand. Scheiße, ich habe alle 4 Schocks gezogen, die ich hab. Oh nein! Oh Gott! Minions, if you're interested. Ah, okay. Alles gut. Alles klar. Ich habe nur noch 6 Schaden auf der Hand. Er hat Angst vor meinem Lebkuchen. Das hat er gelernt aus dem letzten Spiel.
schemes to attend to. Nächsten Zug machen wir 4 Schaden, buffen ihn auf 7, machen also 11 Schaden im nächsten Zug. Wenn der durchkommt, haben wir gewonnen. Ne, wir machen noch nichts aus dem nächsten Zug. Er hat hier Fires of Invention. Da darf er nur 2 Zauber pro Zug spielen, also einer. Oh, jetzt zerstört er mir meinen Fuck, ey! Oh, wir können ihn nicht Das ist aber auch kein sehr nettes Deck, muss man ganz ehrlich mal sagen. Er zerstört ihn nicht! Ach du Scheiße! Okay, na gut. Oh, ich glaube, wir haben gewonnen. You have no weakness that I cannot. Oder? Haben wir gewonnen? Sie offen vorzeigen und ins Spiel bringen? Und auf die Hand nehmen? Oh nein, ich glaube, wir haben gewonnen. Ich glaube, wir haben gewonnen. Wir haben noch eine Karte auf der Hand, aber ich weiß nicht, er hat danach keinen Mana, oder? Aber ich meine, er könnte sich jetzt natürlich ein Removal auf die Hand holen. Und es dann machen. Ehrlich gesagt dachte ich, das sei mein schwächstes Deck. Ich dachte nicht, dass das so gut funktioniert. Da ist auch keine einzige Theros-Karte drin. Aber stimmt, er kann nur 2 Zauber machen. Und er hat ja den gespielt und sie. Er kann nichts anderes. Kannst nicht mehr als 2 Zaubersprüche pro Zug wirken. Er kann danach nichts mehr zaubern. Ich hab gewonnen. Oder hat er sich jetzt aber ein bisschen vertan? Aber ich meine, er kann nicht damit rechnen, dass ich 2 Schocks aufnehme. Hallo. Hey, die Team. Hey. Schönes Spiel. Na? Ja, schönes Spiel. Cool. War ein bisschen unglücklich, da konntest du nicht mit rechnen, dass ich 2 Schocks auf der Hand hatte. Ich habe alle 4 Schocks gezogen. Ja, es war ein bisschen greedy von mir, den Phönix nicht wegzumachen, aber ich dachte mir, das überlebe ich. Ja. Ich habe tatsächlich aus Versehen dasselbe Deck nochmal gespielt gehabt. Oh. Aber okay, kein Ding, wir können auch ein Rematch machen. Nein, passiert. Ach so, weil hier hatte ich es ausgewählt und wenn ich jetzt auf die Schwerter klicke, habe ich das alte ausgewählt. Ah, okay. Gut. Okay, soll ich nochmal direkt ready? Okay. Gut. Ja, ich hoffe, da. Ja. Ah, wobei. Ich muss nochmal 2 Minuten meine Taktik überdenken. Ey, kannst du gerne machen. Wir können ein kleines bisschen Werbung machen. Du überdenkst es. Und ich kann auch das Deck wechseln von mir aus. Ne? Ist kein Ding. Nein. Ist cool. Okay, wir machen ein kleines bisschen Werbung und sind sofort wieder zurück mit Spiel Nummer 3. Okay. Zurück im großen Best-of-Five-Match gegen Hand of Blood. Max, bist du noch da? Ich glaube, wird gleich zugestellt. Momentan steht es 2-0 für mich. Und er hat jetzt die Möglichkeit, sein Deck zu wechseln. So, hallo? Hallo, da bist du wieder. Okay. Ich bin wieder da, So, freut mich. Ja. Wir können dieses Mal auch das Mikrofon offen halten, dann können wir miteinander reden während dem Spiel. Gerne, ich habe auch kein Echo mehr, das ist cool. Okay, super, perfekt. Hast du dein Deck ausgewählt? Ich habe mein Deck ausgewählt, beruhigt habe ich mich noch nicht, aber ich habe meinen Kaffee. Ja, alles klar. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt auch extra, man könnte jetzt ja auch ein Deck noch schnell modifizieren oder anpassen oder so, aber ich bin jetzt hier mit 3 Decks gekommen, die alle nicht so gut sind gegen Mono Red Aggro, aber ist cool. Ich habe jetzt diesmal ein anderes Deck und ich glaube, mit ein bisschen Card-Draw-Glück
bin ich dabei. Okay, cool. Freut mich. Können wir Max ein bisschen lauter machen bitte? Oder das Spiel leise? Das Spiel einfach aus am besten. Ich muss das Spiel gar nicht hören. Das ist kein Problem. So. Perfekt. Gut. Okay. Ich habe meine, ich sag mal so. Will nicht, dass du Flashbacks bekommst, aber ich habe wieder meine Lieblingskarte dabei. Das ist schön. Diesmal gar nicht so schlimm, weil ich habe ihn hier. Oh, okay, du hast genau die Hasskarte gefunden. Hättest du es nicht gesagt, genau, hättest du es nicht gesagt, hätte ich was anderes gespielt. Bin ich ehrlich. Okay, ne, ist doch fair. Ist doch fair. Gut. Weil ich meine, der ist tatsächlich einer meiner absoluten Hasskarten, dieser Ritter. Aber er hat halt keine Eile und ich bin fast as fuck. Mm-mm. Lauf ihm einfach nach vorne. Verstehe ich. Mach trotzdem Schaden. Verstehe ich. Mach trotzdem Schaden. Guck mal, wir machen das mal so. Ja. Und guck mal, was du machst. Nee, finde ich geil. Cool, das ist perfekt, weil dann kommt jetzt der Zahnarzt. So. Oh nein. Okay. Oh, du mit deinen scheiß Kartenabwerfkarten, ey, sorry. Du brauchst hier gar nicht die moralische Highground-Karte zu spielen. Komm, jetzt wenn du solche so Karten an, du hast im Deck sowas hast. Von easy gewonnen. Stell dich nicht so an. Meine Güte. Oh, Entschuldigung. So, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Soll ich dir die Karten erklären? Nee, ich kenne die. Ich okay. Muss jetzt nur ein bisschen... Ja, er ist halt die größte... Also, wenn ich eins hasse, dann Chandras Feuerspucker, bin ich ehrlich. Und da muss man natürlich auch was Passendes für auf der Hand haben. War eben im Match tatsächlich greedy. Ich hätte ihn auch mit Nicol Bolas wegmachen können, aber dann dachte ich mir, ach komm. Ich hab's mir auch gedacht, aber es kann natürlich nicht wissen, was der andere spielt. Ne? Hm. Ja, jetzt weiß ich's ja, ich kenne ja deine Hand. Tja. Und sonst? Ah, ja, den hasse ich auch. Das ist natürlich ärgerlich. Du komplett mono-schwarz, oder was? Was hast du jetzt? Ja. Ach, guck mal, aber das wäre eigentlich worth für mich. Komm. So. Okay. Die Frage, das hebe ich mir doch lieber auf. Ja. Gibt's ja auch. Nicht. Spiel dauert noch eine ganze Weile. Du hast noch ganz viel Zeit. Ja, da brauchst du noch Mana. Du kommst jetzt erstmal mit kleinen Scheiß. Du kommst mit ganz viel kleinen Scheiß. Das ist die Idee, ja. Ich glaube, ich würde tatsächlich. Also, ich habe jetzt eine gute Lösung, aber dann ziehst du 100 Pro wieder Chandra. Du wirst sie ziehen und dann habe ich keine Antwort. Ich habe doch gar keinen Mana für Chandra. Das ist auch wahr, aber ich habe nur eine Antwort im Deck und die habe ich auf der Hand und die könnte ich jetzt verkacken. Aber ich glaube, diese Karte... Na komm, wir machen das... Ah, mach's mal, komm, heute ist Valentinstag, Mensch, gönn dir mal was. Guck mal, zwei Schaden würde ich eh kriegen, deswegen ist egal. Ja, ist egal. Ist egal, so, du bist... Okay. Ja, was werde ich groß machen? Ballern. Dafür bin ich hier, dafür bin ich heute Morgen aufgestanden. Davor haben sie dich eingeflogen. Ja, klar. So. Ist das eigentlich eine normale Uhrzeit für dich? So 11 oh. Uhr? Oh, Sekunde. Ja, nee. Tatsächlich ist 9 Uhr normal für mich. Okay. So, jetzt muss ich meine... Guck mal. Jetzt hat er was gezogen. Jetzt hat er was, einen großen Fisch an den... Das ist natürlich, das könnte dich natürlich, boah. Das ist natürlich, ja, komm. Komm, mach's. Aus, raus. Rankle Ui. Ui, das ist natürlich spannend. So. Ich bin aggressiv gestimmt. Es wird schwierig, ne? Ja, ich kenn's eigentlich nicht, dass ich Schaden krieg. Ist eigentlich eine ungewohnte Situation für mich. Ja. Deswegen weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Machen wir so. Jeder Spieler wirft eine Karte ab. Und jeder Spieler opfert eine Kreatur.
Oh. Du, ich brauche meine Lebkuchen. Okay, du bist ja wirklich ein Mann von. Okay. Ein Mann des Genusses. Liebst du wirklich? Ja. Und ein Mann des Genusses. Wirklich, ja. Das Ding ist ja, du kannst ja auch unblockbar und so einen Käse machen. Na klar, der ist schnell. So. So, und wirf dir deine Karte ab. Das heißt, du wirst sie spielen wahrscheinlich. Oh. Cool. Mhm, dann kommt der aus dem Friedhof und du bist dran. Nice. Gut. Braucht man hier gar nicht sagen. Haha. Ja, es ist nicht ganz so leicht. Da hast du mit deinem Kartenabwerfen natürlich diesmal die richtigen getroffen. Hm. Ja, der Phönix ist einfach so eine üble. Ist eklig. Okay. Aber ich habe immer noch zwei sehr schnelle Lebkuchen. Ja, die sind flink. Die sind sehr flink. Ich erinnere mich an, als die Edition rauskam. In Drafts waren die auch sehr beliebt. Okay. Ich bin mental noch im letzten Jahr. Ja, so. Okay. Aber es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ein Lebkuchen muss jetzt weg. Na, mal, wir gucken mal. Wir gucken mal. So, jetzt brauche ich einen guten Zug. Jetzt brauche ich einen dieser Hand-of-Blood-Züge. Ach so. Ach so, nicht die Florentin-Will-Züge von letzten Matches. Ja, das ist natürlich. Da bin ich jetzt ein bisschen erleichtert, bin ich ehrlich. Nee, ist kein Problem. Völlig in Ordnung. Ja. Als Führender ist das auch nicht so ein Problem. Okay. Er macht das Comeback. Er macht das Comeback. Aber es war tatsächlich risky, dieses Deck zu nehmen, weil es ist halt auch aggro. Und es ist auch so ein bisschen. Ich verliere auch selber Lebenspunkte, wenn ich Sachen spiele. Ja, ja. Naja. Gut. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Okay. Ein Deck, das ich gestern Abend, gestern Nacht gebaut habe. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Okay, soll ich jetzt was Ekliges spielen oder eher so die mittlere Schiene? Du kannst spielen, was du möchtest. Okay. Nee, musst du nicht beim selben Deck bleiben eigentlich? Ach so, er stimmt. Oh lol, das hätte ich in meiner Strategie. Ja gut, du hast recht. Ja, vielleicht ist das gar nicht so gut für mich. Das heißt, ich habe jetzt einen Matchball. Nee, ich habe Matchball. Nur noch mit diesem Deck. Ja, du hast Matchball, aber ich kann nur noch dieses Deck spielen in diesem Best of Five. Weil wenn ich verliere, hast du gewonnen. Oh, das stimmt, ja. Oh, das stimmt. Boah, das heißt, mein drittes Deck kommt gar nicht. Na gut. Krass. Okay. Und dieses Regelwerk, insane. Ja, ich bin direkt ready. Ich bin auch ready, aber... Cool. Okay, alles klar. So, es ist ein ganz frisches Deck. Das heißt, deine Zuschauer kennen es auch noch nicht, ja? Nee, das hat tatsächlich... on-stream habe ich das noch nicht gespielt. Mhm. Wir gucken mal, wie es läuft. Ich hoffe, es kann performen hier. Na, wir schauen mal, wie es läuft. Wir schauen mal. Es ist natürlich wieder rot, das ist klar. Ja, ach so, bist du so ein Roter? Ey, bin tatsächlich eher grün. Grün ist tatsächlich meine Lieblingsfarbe. Ja, bei also mir in, auch. In Magic. Ja, in echt fürchterlich. Geschlechtskrankheit für mich, grün. Ah. Aha. Ja. Ein Aaskäfer. Atlaskäfer! Nee, ein Aaskäfer. Atlaskäfer! Na gut, wenn du das sagst. Okay. Oh, okay, jetzt kommen eine Flieger. Okay. Eine Fliegerstaffel. Oh, rot. Okay. Ah! Ah, ja, genau, ah! Ah. Na gut, da habe ich eine Antwort. Wieder deine Reiterin, oder was? Ne, wobei, oh! Oh, ich mag die Geräusche nicht, die du machst. Okay, nee, wir machen das anders. So. Ich mag diese Geräusche nicht. Ah, jetzt kommt ein Spektakel, oder was? Spektakel?
Das Ganze hier, Florentin, ist ein Spektakel. Ist es eigentlich eher Flo oder Florentin? Florentin, eher. Boah, das ist ja auch schon wieder sehr aggressiv alles, ne? Klar. Boah. Na gut. Immer ins Gesicht rein! Warte mal, ich muss mir kurz nochmal diese Karte hier durchlesen. Ach, ja, lies mal so durch. Boah. Yep. Die ist tatsächlich sehr fies. Dann gibt's jetzt Todesberührung. Mhm. Und der Trampeln, das heißt, den hier block ich. Okay. Puh. Ja. Das heißt, wir brauchen jetzt auch was Dickes. Ja, gut. Ja. Ui! Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Sehr stressig für mich, dass ich nur noch... Ah, nee. Klar, glaubst du, ich habe keine Anti-Air oder was? Glaubst du, in welchem Anti-Air? Schöne Flak. Boah, du ballerst hier aber auch raus. Na klar. Ey, dieser Käfer, der soll aber jetzt mal, also... Nee. Yep. Das ist der Käfer. Okay. Wie machen wir das? Ja, das ist die Frage. Erzähl doch mal. Boah, das ist aber tough. So. Ne? Ja. Ist ein interessantes Deck. Krabbelt der Käfer da auf einem Kotelett, oder? Nee, ich glaube, das ist so ein anderes Krebswesen. Ich hab's erst auch nicht gesehen. Boah. Aha. Ah, natürlich. Also du gehst auf Kreaturen, die 4 oder mehr, ja? Okay. Ja. Ganz genau. Ich finde es so schön an dem Spiel, dass man sieht, wo der Gegner gerade drüber hammert. Es ist manchmal ein bisschen verräterisch, ja. Ach du Scheiße. Ja, gut. So, jetzt muss er erstmal was abwerfen. Was wird er abwerfen? Ja. Nee, ich überlege, ob ich das jetzt noch spiele, aber. Ach so. Mhm. Aufblitzen. Spielst du eigentlich auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Deutsch. Ich spiele auch auf Deutsch, ja. Ja. Werde auf dem Schulhof immer ausgelacht, wenn ich aufblitzen sage. Ich nicht. Bei mir kennt niemand Magic. So. Bist du in der Yu-Gi-Oh!-Klasse? Ja, gefühlt. Habe ich mir aber auch selber eingebrockt. Oh. Ja, was wirft er ab? Oh. Oh. Alles, was du sagst, stimmt mich ruhig, aber deine Geräusche machen mich nervös. Ja, dann
Oh. Boah. Na komm. Boah. Ui. 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 Ich zieh leider auch Kiel. Au. Würdest du sagen, ich will damit nichts andeuten, aber würdest du sagen, du hast gut gezogen, ne, wenn du sagst, es ist ein neues Deck und bla? Weil das wirkt schon sehr gut. Das wirkt schon sehr gut. Ja, aber es gibt schon auch zentrale Karten, die mir fehlen, leider. Okay. Ja, hier geht. Also da wäre jetzt mein erstes Deck echt gut gewesen. Also jetzt zweimal den Harpunier zu haben, wenn du einen Flieger hast, ist natürlich schon gut. Das gebe ich zu. Ja, ich glaube, er war ziemlich wasted. Achso, jetzt kommt der dicke Flieger, oder was? Ui, Krenko! Aber ist die Frage, was machst du jetzt? Willst du ihn opfern? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, dann machst du ja einfach deinen 1-1er weg. Wobei, dann kann der Dicke nicht angreifen. Das stimmt. Das ist eigentlich gar nicht so übel. Ich überlege auch, was ich machen würde. Also mein Problem ist tatsächlich, ich habe nicht genug Mana, weil ich habe jetzt seit längerem kein Mana mehr gezogen. Nee, ich habe leider auch ein bisschen Mana-Probleme. Ich glaube, wir machen einfach alles. Das ist das Schöne an Wrinkle Trocken. Der bringt einfach Chaos. Ja, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, mach einfach alles. Ich mach jetzt mal alles. Weil es sieht eh nicht gut aus für mich. Gut. Hey, was hast du nur abgeworfen? Ach so. Ach so. Dein Card Draw, das halt, hättest du wenigstens nicht den Planeswalker, das wäre echt dankbar. Da ist die 4. Oh, da ist die 4. Jetzt sehe ich einen Mana, wo ich es nicht. Oh nein, Alter, was ist denn mit dem? Fuck. Was ist denn mit dem? Was ist denn sein scheiß Problem? Ich glaube nicht, dass du was im Deck hast, was dir noch ein 1-1er bringt. Es sei denn, die gleiche Karte nochmal. Weil ich glaube, du wirst jetzt hier nicht mit Tokens kommen. Das heißt,
wenn ich jetzt einfach sage opfern, dann hast du da nicht so viel verloren, weil du einfach dann den Dicken wegmachst. Kader werfen ist cool. Karte ziehen, Lebenspunkt verlieren. Aber das Ding ist, Rankle ist eh getappt und es ist hier ein Race. Ja, sieht nicht gut aus, Max. Okay. Warte mal. So. Jetzt muss ich ein bisschen beten. Praise the Lord, so. Ja. Das ist wahrscheinlich over. Es sei denn, ich ziehe eine Karte, die ich viermal im Deck habe. Leider nein. Ja, immer diese eine Karte, die sind aber da ganz unten, die untersten vier Karten. Ja. Aber nein, nicht der! Du weißt, dass ich den nicht mag. Und trotzdem spielst du ihn aus. Das bin ich dir wert, oder was? Oh, Rankle, ey, du hast es genau gesagt, ey, es bringt einfach Chaos rein. Egal, ja, welche Pläne du schmiedest, immer macht er alles durcheinander. So. Ah! Bitte! Der hat ja auch Trampeln, ich bin nur dumm! Trampel! Ja gut, aber hätte eh nichts verändert. Doch, ich hätte mit Rankle nicht angreifen können, dann Ritter boosten. Scheiße. Ah, ich habe vergessen, dass diese Hüterin da auch Trampeln hat. Ja, da habe ich verloren. GG. GG! Ja, aber okay. Ich will ein Rematch. Wow. Ich will, also nicht jetzt, aber wir machen ein Rematch. Ey, auf jeden Fall, gerne. Ey, das war echt ein gutes Spiel. Mit ja, drei mega. Lebenspunkten am Ende. Krass. Ja, das letzte Match hier, sowas hätte ich öfter gern gehabt, Florentin. Du, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Rot so gut funktioniert. Ich dachte, ich will dich so ein bisschen in sanfte Wasser führen und dann mit meinem letzten Deck überrennen. Aber ja, hat auf jeden Fall großen, großen Spaß gemacht. Und können wir auf jeden Fall gerne wieder machen. Ja. Und vielen Dank für die Einladung, dass du dabei warst. Ja, danke, dass du angenommen hast. Ist klar. Ja auch nicht selbstverständlich. War ein erstes Aufeinandertreffen. Ja. Ich gehe als Verlierer, die Schlacht hast du gewonnen, den Krieg nicht. Ich gehe als Verlierer vom Platz, aber ich werde zurückkehren mit, ich sag mal, anderen Decks. Okay? Absolut. Und ich habe große Angst davor und vielleicht habe ich an dem Tag dann leider keine Zeit und werde mich als unbesiegter Champion zur Ruhe setzen. Aber nein, machen wir auf jeden Fall. Er hat großen Spaß gemacht und ja, hau rein, bis dann. Wir sehen uns. Ja, dann bin ich raus. Mach's gut. Tschüssi. Ciao, dankeschön. Okay. Beetlehenge regelt am Ende einfach. Ich hab's euch versprochen, dass Beetlehenge am Ende fucking regelt. Und Beetlehenge hat's gemacht. Okay. Ich würde sagen, wir spielen noch ein bisschen in der Rangliste weiter. Wir haben nur eine halbe Stunde. Ich will noch so ein bisschen auf Beetlehenge eingehen, wie dieses brillante Deck überhaupt zustande kommen konnte. Aber es war echt fucking knapp am Ende, ey. Dieser fucking Rankle war schon echt schwierig. Aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall. So, weiter geht's mit Beetlehenge.
Vor allem diese Karte, Dreschen Drohnen, ist einfach fantastisch, weil sie alles macht, was dieses Deck machen will. Removal auf der linken Seite und eine 4-4er-Kreatur auf der anderen. Ich habe jetzt leider keine grüne Karte, aber die brauchen alle nur einen grünen. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich mit Fabled Passage am Anfang machen. Dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Gegen Waffe. Ich habe es auf Gold geschafft gestern. Goldrang 4. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Bin relativ zuversichtlich mit dem Deck. Wir gucken. Alles klar, gut. Okay, manchmal. Es spricht sich schneller rum in der Szene, als ich dachte, dass Beetlehenge die Bühne betreten hat. Gut, damit muss man rechnen, dass ich jetzt so ein bisschen hochgereicht werde nach oben. Viele sehen natürlich ein, dass es keinen Sinn hat, sich mir in den Weg zu stellen. Habe ich natürlich auch Verständnis damit. Niemand will jetzt hier erniedrigt werden, dominiert werden. Von daher, alles in Ordnung. Aber ja, Max hat es sehr gut erkannt. Es geht darum, Kreaturen mit Stärke 4 ins Spiel zu bringen und davon zu profitieren. Bin gespannt, wie das gegen Wave Dees. Okay, wir haben schon mal beide Mana und Lovestrike Beast. Ein Kernelement meines Decks, Henge, kam überhaupt nicht vor. Aber wir gucken mal, ob es jetzt vielleicht klappt. Weil es ist natürlich super cool, wenn man Lovestrike Beast mit ihrem 5-5er für 3 Mana hat, dass dann Henge selber nur noch 4 Mana kostet, was im besten Fall vielleicht sogar im vierten Zug möglich ist. Und dann hat man auf jeden Fall gute Karten zu gewinnen. Vor allem, weil man immer eine Karte... Das ist das Einzige, wo die Synergie nicht ganz perfekt ist in dem Deck, ist, dass Great Henge nicht auf Spielstein-Kreaturen. Ich habe eben einige Spielstein-Kreaturen. Was haben wir hier? Lebensverknüpfung. Verzauberte Kreatur stirbt. Ziehe für jede Aura, die du kontrollierst, hast, die an sie angelegt war, eine Karte. Wir das direkt vernichten oder nicht? Ich glaube, wir machen einfach mal weiter mit Prozessor. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. So, wir haben grün, schwarz. Was war grün, schwarz nochmal? Gorgon, Golgari. Oder Golgari. Wenn eine Kreatur in Hellsicht. Gut. Wir haben unsere Hüterin, wir haben aber auch den Lovestrike Beast. Lovestrike Beast ist hier, glaube ich, sinnvoller. Und wenn wir einen Mana ziehen, haben wir im nächsten Zug Great Henge, was natürlich fantastisch wäre. Aber vielleicht ziehen wir keinen Mana, aber jetzt können wir zumindest ziemlich viel removeln mit Dreschen und Lovestrike Beast. Natürlich auch cool, dass wir dadurch mit den grünen Removals relativ große Kreaturen zerstören können, einfach weil wir so starke Kreaturen, so dicke Kreaturen. Überlegen wir den zu removen, weil ziehe eine Karte ist kein Spaß. Das sollen wir auf jeden Fall verhindern. Ich glaube, wir müssen das verhindern, dass er Karten zieht. Ich glaube, ich verhindere das. Dass er Karten zieht. Das ist ja offensichtlich ein Deck, das irgendwie auf irgendeinen großen Plan ausgelegt ist. Und da ist Kartenziehen, glaube ich, fatal. Deswegen, wenn ich das erstmal finde. Ja, wie gesagt, das Einzige, was ein Problem ist, dass Great Henge nicht Spielstein-Kreaturen hat. Das heißt, hier diese Spielstein-Kreatur greift nicht, diese Spielstein-Kreatur greift nicht und auch diese Spielstein-Kreatur greift nicht, was ungünstig ist. Aber gut, so, 2-2. So, was war das jetzt nochmal? Ziehe für jede Aura, die an sie angelegt war, eine Karte. 3-3, Wachsamkeit. Trampelschaden, Lebensverknüpfung. Er darf 2 Karten ziehen, wenn ich die jetzt entferne. Die Frage, was uns jetzt wichtiger ist, einfach schön durchhengen oder Henge braucht 2 Grünes. Oh fuck, das ist natürlich ungut. Das ist unschön. Hey, wie geht's jetzt weiter? Wenn ich ihn aber auf der anderen Seite wird der immer mehr Auren kriegen. So, dass er am Ende immer mehr Karten zieht, wenn ich sie irgendwann remove. Die Frage ist, ob es jetzt nicht einfach sinnvoll ist, ihn einfach jetzt zu entfernen. Ich glaube schon. Gerade Lebensverknüpfung, jede Runde 3 Schaden. Ich muss ihn entfernen, glaube ich. Er darf zwar 2 Karten ziehen. Aber, naja, wir gucken mal, wie es läuft. Jetzt Schaden ist auch schön. So, jetzt bräuchte man nur ein grünes Mana. Ich habe, glaube ich, 3-mal so viel grünes Mana wie rotes Mana im Deck. Das heißt, das ist eigentlich eine unsinnige Situation. Wir können gerne den Sound wieder aufmachen hier bei mir im Studio, wenn ihr das hört.
Okay, wir haben wieder den Champion. Wir haben wieder den, der gerade zieht. Aber er hat nur noch 7 Lebenspunkte. Dankeschön. So, kein Mana für den. Aber er wird ja wahrscheinlich den nicht. Frage ist, ob wir jetzt direkt gewinnen können, weil er kriegt jetzt auf jeden Fall entweder 2 Schaden. Wir greifen auf jeden Fall mit allem an. Das ist auch die Frage, was spielen wir? Hier kriegen wir einen Token, hier kriegen wir noch ein Beast, hier kriegen wir ein Beast mit Trampelschaden. Die Frage, was ist besser? 4-4 Trampelschaden oder 5-5? Ich glaube, wir greifen erstmal an. Auf 1. Dann ist er auf 1. Wenn wir Last Struck Beast spielen, sind wir sehr abhängig davon, dass sie überlebt. Das heißt, ich würde eher, gerade wenn er nur noch einen Lebenspunkt hat, glaube ich, ist Trampelschaden wichtig. Spielen wir lieber Trampelschaden. Weil selbst wenn sie stirbt, kann er noch angreifen. Wenn ich beide hätte, könnte niemand mehr angreifen, wenn sie stirbt. So haben wir zumindest noch einen Trampler, der überlebt und angreifen kann. Okay, Lebensverknüpfung. Hellsicht 1. Und er hat noch eine ganze Menge Mana. Er hat diese ganzen billigen Auren, ne? Okay, verstehe. Er will ganz viele billige Auren zaubern. Unwachsamkeit. Das ist natürlich bitter. Wie kriegen wir das jetzt hin? Aber wir machen einen Schaden. Momentan haben wir gewonnen. Nur durch sie. Und er hat nur noch 2 Mana übrig. Okay, kriegt Trampelschaden. Soll er machen von mir aus? Kann er machen? Er hat keinen Lifelink. Ich glaube, das haben wir, oder? Er hat keinen Mana mehr. Ich glaube, wir haben's. Oder? Was kann jetzt noch passieren? Nichts kann passieren, er hat keinen Mana. Ah, er kriegt Lebensverknüpfung, stimmt. Wenn er einen Block kriegt, er Lebensverknüpfung. Fuck. Das hatte ich nicht bedacht. Shit. Oder dann, er überlebt dann, ne? Wenn ich einen Schaden mache, heilt er sich wieder hoch durch Lebensverknüpfung. Oh, shit. Okay, dann ist das Ganze wesentlich schwieriger, als ich dachte. Wie viel? Er macht 15 Schaden. Da sind wir selbst mit Hench tot. Und er hat auf beiden, nee, er hat nur auf einem Trampelschaden. Den können wir recht leicht blocken, das ist kein Ding. Frage ist, was jetzt besser ist. Ob wir nicht noch lieber ein Beast spielen sollen statt Hench. Weil wir müssen im nächsten Zug gewinnen und er macht 7 Schaden, ist auf 8. Und dann ist die Frage, aber ich werde wahrscheinlich mit ihr blocken müssen. Ich glaube, ich spiele Hench. Stimmt, ich kann ja beides, ich kann das Mana direkt nutzen. Ich glaube, ich spiele das. Ich weiß es nicht, vielleicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass er mir meinen. Den einen wegdödelt. Ne, keine Angriffe, sonst würde ich ihm nochmal 7 Lebenspunkte geben. Shit, ich dachte, es wäre schon vorbei. Ja, shit. Das ist schon ziemlich heftig. Die werden halt immer krasser. Und das ist eine schwarze Karte, ne? Er hat extra ein einziges schwarzes Mana hier dabei. Nur um diese schwarze Karte zu spielen. Schon ein verrücktes Deck. Alter, 10 Lifelink. Fucking hell, Alter. Oh, wie er mit einem Lebenspunkt gewinnt, das kann nicht sein. 19. Okay. Na gut. Vielleicht nicht die beste Darstellung, aber das ist schon. Er hat einfach zu viele Karten gezogen, ne? Das stimmt schon. Man muss diese Champion der Setessa muss man unter Kontrolle halten. Wenn er zu viele Karten hat, zu viele billige Auren. Egal, weiter geht's.
so. Okay, 2 Mana. Das sind schon mal alles 3 sehr gute Karten zusammen. Die Frage ist, ob wir am Anfang 2 Lebenspunkte opfern sollen, aber ich glaube nicht, weil wir kriegen auch mit denen 1-1er. Das sind auch 1-1er, da brauchen wir die Prinzessin vielleicht gar nicht. Und so gucken. So, nächster Zug, Lovestruck Beast, und dann müssen wir. Ah, nice. Wir können natürlich auch die und eine Prinzessin spielen, ne? Aber ich glaube, wir brauchen keine Prinzessin in dem Spiel. Wir könnten auch direkt Questing Beast spielen. Dann kostet Hench aber 5 Mana, aber wir haben einen guten nächsten Zug. Ich glaube, Questing Beast ist besser als alles andere, oder? Ich weiß es nicht. Was ist wichtiger, Questing Beast rauskriegen oder schnell Hench rauskriegen? Ich nehme Hench. Aber damit können wir im nächsten Zug beides spielen. Dann hat Questing Beast einen Counter und wir ziehen eine Karte. Ja, und dann GG. Na gut. Na gut. Okay, weiter geht's. Beetlehenge, würde ich sagen, bislang. Na gut, einmal geschlagen. Okay, nicht ungeschlagen, einmal geschlagen. Gib mir mal meinen Beetle, ich will meinen Beetle. Gib mir meinen Beetle. Gib mir meinen Beetle. Gib mir meinen Beetle. Gib mir überhaupt eine Karte. Gib mir überhaupt irgendwelche Karten, damit ich dieses Spiel spielen kann. Gib mir Karten. Gib mir Karten. Gib mir irgendwelche Karten. Kann ich Karten haben? Hallo? Ich kann nur Hallo sagen. Ach, man kann am Anfang nur Hallo sagen, oder wie? Deus Ex. Ist das abgestürzt? Hallo, hört mich noch? Außenwelt? Sind wir noch online? Sind wir noch live? Okay, los geht's. Okay, wir haben leider kein Beetle. Ja, aber das, glaube ich, kriegen wir schon hin. Die ersten Züge sind jetzt halt ein bisschen haarig. Aber dann können wir einiges machen. Vor allem, wenn wir es schaffen, Questing Beast damit zu buffen, dann glaube ich, wird er ziemlich krass. Wir schauen mal, wie es läuft. Er darf jetzt nur nicht. Oh nein, weiß, schwarz. Naja, das kann nicht. Jetzt kommen nur dann diese ganzen Vampire. Müssen wir halt so schnell es geht dann wegremoveln, aber. Ich glaube, dass wir keinen Zug 2 haben, ist bitter. Naja, immerhin, jetzt haben wir ein bisschen was. Oh, jetzt kommt der Vampir. Ich glaube, der kostet 3 Mana, ne? Der blutdürstige Aeronaut. Oh, wow. Ach so, das ist nicht Escape Step. Okay. So, was machen wir? Lovestruck Beast oder die Spiele? Ich würde eher sagen, wir müssen den spielen, weil wir wissen nicht, ob wir einen Mana ziehen und müssen im nächsten Zug sicher Questing Beast ziehen. Weder eine Kreatur noch ein Land. Ich glaube, ich muss das spielen, damit ich mein Questing Beast rauskriege. Ich muss im nächsten Zug sicher mein Questing Beast rauskriegen. Letzte Frage. Egal, was er abwirft, ich habe noch ein weiteres davon. Also, ich bin völlig unberührt von diesem Zug. Es macht mir gar nichts.
kann mir gar nichts antun. Jesus. Nein, gib mir doch einen fucking Mana, Mann. So, den müssen wir definitiv aufheben für den Vampir. Astro Beast. Er kann mir keine Kreaturen abwerfen, ne? Dann machen wir, fangen mal damit an. Da ziehe ich zumindest zwei Karten irgendwann, wenn es klappt. So, was wirft er mir ab? Jetzt kann er mir irgendwas Wichtiges abwerfen. Zumal der die Karte natürlich auch gut zusammenpasst mit Lovestruck Beast, weil sie auch eine 1-1er erzeugt. Gedruckte Karte ansehen? What? Was ist das denn? Geil. Okay. Deus Ex, 22 Lebenspunkte. Sehr merkwürdiges Deck bisher. Ist vielleicht ein Sagendeck. Was ist denn wieder für ein Schwachsinn? So, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt geht's los hier. Ey, das fucking Questing Beast halt auch Eile hat, ist so ein Witz einfach. Ich weiß nicht, was mit dieser Karte los ist, aber war. Eile, Wachsamkeit, Todesberührung. Unfassbar. Aber ich glaube. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat halt einfach keinen Bock auf Kreaturen, so. Ach Gott, was ist das? Krieg ich den Effekt nicht davor? Ach, ist das fucking... Na, was ist jetzt wichtiger, Questing Beast oder zwei Karten ziehen? Das ist gar keine so triviale Frage, finde ich. Schaden ist. So, jetzt ist die Frage, was wir jetzt als nächstes. Wir müssen ja im nächsten Zug wieder was opfern. Und ich würde sagen, wir spielen am besten ihn, damit wir ihn opfern können. Weil der hat keine Kreaturen im Deck. Wir brauchen nichts gegen Flieger. Und ich würde nochmal die spielen. Muss ja auch was opfern, okay. So, wie viel Schaden haben wir momentan? Wir haben 9 Schaden. Also wenn ich den opfer, habe ich Liesel. Ich habe sogar noch mehr danach, weil ich 3 Buffs kriege. Och, komm schon. Ich meine, er muss sie zwar opfern, dann kriege ich wieder was zurück, aber das ist schon echt. Leck mich doch mit meinem Scheiß. Aber wir können beides spielen. Vielleicht kriegen wir den Penner noch kaputt. Ich glaube, wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das hin. Es läuft schon. Jetzt kommt wahrscheinlich Shatter the Sky. Yes! In your face mit einem Crap-Deck hier. Nice. Leute, wir kommen heute noch hoch. Was kommt denn nach Gold eigentlich? Weiß jemand, was nach Gold kommt? Kommt da ein Diamant? Platin? Das ist immer die Frage. So, jeder kann Bronze, Silber, Gold. Aber was kommt danach? Platinum. Platin. Okay, alles klar. Das ist immer die Frage, so kommt dann erst. Obwohl, das hat sich eigentlich schon eingebürgert, ne? Platin und dann Diamant. Ich glaube, bei StarCraft war es auch so. Myrrhe. Ja. Kommt erstmal Myrrhe. Wie, Moment mal. Bronze, Silber, Gold, Zimt? Ja, Zimt ist doch ganz geil. Ja, aber die Spieler checken doch nicht. Ja, Zimt? Ich mag Zimt. Okay. Ziemlich gute Hand, würde ich sagen.
Das ist eine ultra gute Kombo. Das ist eine ultra gute Kombo. Und das ist auch eine ultra gute Kombo. Von daher, gute Hand, würde ich sagen. Obwohl ich die fast gar nicht... Da fällt es mir schwer, den Punkt auszuwählen, wann man die zaubert. Weil das ist immer so eine Karte, die keinen Einfluss aufs Board hat direkt. Aber man kann danach dann coole Karten ziehen. Das ist dann immer schwierig. Okay. Wir haben Weiß-Blau. Azorius. Haben wir wahrscheinlich hier Dreamtrawler und solche Quatschkarten. Aber egal. Mach ihn kaputt, bevor er da überhaupt erst hinkommt. Ja, greif an, Fräulein! Batz! Oh Gott. Weiß, Blau, Rot. Count the spell! Nice. Zerstöre eine Kreatur oder eine Verzauberung deiner Wahl. Okay, alles klar. So, wie viel Mana haben wir? Was ist jetzt wichtiger? Zwei Lebenspunkte oder ein 1-1er? Ich glaube, ich spiele den einfach nochmal. Gut. Wäre natürlich cool, jetzt irgendwann mal Kiora gespielt zu haben, aber man kann nicht alles haben. Und jetzt gleich kriegen wir Hench, und Hench ist natürlich eine feine Sache. Welche Farbe hast du eigentlich nicht im Deck? Ach, leck. Ich meine, wenn wir hier im nächsten Zug einen 4-4er haben, kostet Hench 5. Das heißt, wenn wir im nächsten Zug ein Land ziehen, können wir Hench spielen. Oder wir spielen auf Nummer sicher und spielen sie. Ich glaube, ich spiele sie. Frage ist, ob dieses Deck Flieger hat, ob ich den brauche oder ob ich ihn jetzt ausspielen soll. Wenn ich ihn jetzt ausspiele, kostet Hench 6. Das könnte ich auch machen, wenn ich eine Karte ziehe. Hat dieses Deck Flieger oder nicht? Bei Weiß-Blau dachte ich Dreamtrawler und so, aber jetzt kamen da noch ganz viele andere weirde Farben hinzu. Dann machen wir es nicht. Das ist leider schade, dass der nicht den triggert. Weil der den Plus kriegt der erst, also jetzt eh nicht. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Keine Ahnung. So, wir könnten Hench spielen. Wir könnten auch die ironischen Spiele spielen. Ich glaube, ich spiele Hench. So, was macht dieser Typ jetzt? Oh Gott, ja, Opfer alles. Ja, leck mich doch, ey. Ja, man merkt, das ist Goldliga, ey. Das ist. Der hat keine Flieger, ja, stimmt. Ach komm, mit sowas. Ja, gut, natürlich können Spieler mit sowas rechnen, wenn sie sagen, oh, das muss ein Niv-Mizzet-Deck sein. Aber ich kann das nicht. Tore kommen jetzt auch noch. Mein alter Erzfeind, Tore. Ja, Freunde, das wird schwierig. Das wird schwierig. Ja, das ist glaube ich vorbei, glaube ich. Ja, okay, komm, lass uns lieber noch ein Spiel spielen. Das ist vorüber. Ja, zu viel Wind Crap auf der Hand.
Wenn der Gegner drei Karten auf der Hand hat, die ich noch nie gesehen habe, ist das generell ein schlechtes Zeichen. Wie lange machen wir denn heute eigentlich? Uhr ist eingetragen. Ja, aber danach kommt League of Legends, oder? Was soll das heißen? Kann das nicht ausfallen? Wer will denn League of Legends sehen? Nee, ist okay. Passt schon. Finde ich gut. Ich bin generell für MOBA. Die richtigen MOBAs, aber gut. Besser das falsche MOBA als gar keins. Okay, das sieht doch mal nicht schlecht aus. Wir haben jetzt zwar keinen guten ersten und zweiten Zug. Ja gut, aber dann ein dritter. Ja, kriegen wir schon hin. Das passt schon. Das geht sich schon aus, wie der Österreicher sagen würde. Das geht sich schon aus. Na, ist ein Leflink, oder was? Na bitte. Ich glaube, das machen wir gleich. Ich glaube, wir haben keine Karte im Deck, die zwei rote braucht. Das heißt, wir holen uns einen grünen. Moment, was habe ich hier gerade gesehen eigentlich? Ich habe hier gerade die Sage gesehen. Habe ich gerade durch einen Bug gesehen, was meine nächste Karte ist? Wenn ich jetzt die ironischen Spiele ziehe. Ich glaube, das wird ein langes Spiel, das heißt, wir brauchen Karten. Weil der hat Lifelink und nee, nee, nee. So, nächsten Zug haben wir 5 Mana. Das heißt, wir können das und das spielen. Und wir ziehen eine Karte. Florentin? Ja? Du kannst so lange machen, wie du willst. Nee, nee, Quatsch. Schon okay. Ja, also Martin hat Zeit. Okay, gut, ich mache noch ein bisschen, aber... Die League of Legends Spieler wollen ihren Stoff. Schon okay. Ach, man überlegt sich so viel und am Ende spielt man einfach Questing Beast, weil es die fucking beste Karte der Welt ist. Aber was soll's. So, wir könnten uns noch einen Mana holen, bringt uns aber nichts. Oh, doch, bringt uns schon was. Bei Kiora habe ich oft manchmal eher das Gefühl, dass ich ihre ganzen Loyalitätspunkte gar nicht ausgegeben bekomme. Ich finde die Karte auch echt, die gefällt mir richtig, richtig gut. Weil dieses Enttappe ist einfach so geil vielseitig. Man kann es für Mana einsetzen, für Kreaturen, für Great Henge. Einfach toll. Es ist einfach eine Freude. So, nächster Zug haben wir 5 Mana. Das heißt, wir können 3 und 2 spielen, um im nächsten Zug dann richtig viel zu haben. Vielleicht brauchen wir auch einen Trampel. Aber 5-5 ist besser als 4-4. Da bin ich ganz bei Adam Riese. Immer wenn eine weiße Kreatur die Kontrolle angreift. Na gut, von mir aus. Lifelink. Von mir aus. Ich glaube, ich habe das bessere Late Game, ehrlich gesagt. Wenn mal alle. Hat Verteidiger. Okay. Verliert flugfähig. Also, jetzt haben wir 6 Mana. Das ist ja nun mal nicht die schlechteste Position, in der man sein kann. Na gut, wir können mit Questing Beast immer noch verteidigen, was schon mal gut ist, was natürlich bei Death Touch und hoher Angriff natürlich gut ist. Verteidiger wachsam, gibt's eigentlich eine, kann man einfach eine Karte machen, die einfach sämtliche fetten Begriffe hat? Einfach mal gucken, was passiert. Einfach mal schauen, was passiert.
Ja, ihm fehlt irgendwie so ein Ajani, ne? Ajanis Vorhut oder irgendwas, was er mit seinen Lebenspunkten was daraus machen kann. Oh, ist das ein Spaß? Hat er einen Spaß auf der Hand? Er hat wahrscheinlich einen Spaß auf der Hand, ne? Nee. Kein Spaß, ist ihm gerade so aufgefallen. Aber gar keinen Spaß mehr auf der Hand. Was machst du jetzt? Akile. Sith. Nice. Gut. Mias. What's the meaning of great hand? Okay, wie viel Mana haben wir? Wir haben 6 Mana. Das heißt, wir können hier 4 ausgeben und dann noch 2. Wenn wir 3 ausgeben. Warte, wir haben 6 Mana. Wenn wir 3 ausgeben, haben wir noch 3. Das reicht nicht für Henge. Die Frage ist, ob wir uns die Prinzessin noch holen. 5 Mana. 6 Mana. Sind. Nee, das letzte Mana kann ich dann nicht ausgeben. Ich glaube, ich hole mir die Prinzessin. So. Ist ja noch besser. Gut. So, jetzt sehen wir endlich auch mal Hench im Spiel. Lass es danach noch ein Spiel machen, weil die Burgerbande wartet schon auf mich. Warte mal. Na gut. Niemand wartet auf mich. Wir haben 6 Mana, 7 Mana. Wir kriegen Hench raus auf jeden Fall. Ich glaube, das ist es auch wert. Ah, stimmt. Jetzt habe ich mich verzählt. Egal, nicht so wild. Wir haben 3 Mana noch übrig. Aber der hat bestimmt Flieger. Der hat Flieger. Er hat Flieger. Na gut, wir gucken mal, wie es weitergeht. Die Frage ist, wie viele Shatter the Sky er noch hat. Was ist das jetzt hier? Was ist das? Friedhof des Gears? Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Achso, ich habe nur auf den Friedhof geklickt. Alles klar. Archon der Absolution. Ah, okay. Ja, das dachte ich mir ja schon fast. Handeln! Warum kriegt er kein plus 1 von Hench? Egal. Egal. So, wie viele Mana haben wir? Wir haben 7, 8 Mana. Das heißt, wir können 2 4 4er rausballern. Oder wir können den für 4 7. Ja, ich mach das. Ich glaube, ich hole den 1-1er auch noch raus, weil wie gesagt, Kiora, man hat das Problem, man kriegt ihre Loyalitätspunkte gar nicht los. Ach, jetzt ist der wieder besser. Mann, manchmal ist das Deck zu gut für mich. Ich check's manchmal gar nicht, wie krass das alles ist. Leute, holy fucking Maroni. Jesus. Ja, GG, sorry, ich hab's selber nicht gecheckt. Mein Deck hat mich gerade selbst besiegt, einfach. Egal. Okay, weiter geht's. Weiter geht's, GG. Ey, ich fühle mich echt gut mit Beetlehenge. Irgendwie habe ich das Gefühl, es läuft ganz gut. Obwohl, ich glaube, ich brauche noch ein viertes von diesem, von dieser rot-grünen Doppelkarte. So. Das ist nicht die beste Hand der Welt, ehrlich gesagt.
Ah, wir schauen mal, wie es läuft. Ich bin gerade übermütig. Ich bin übermütig. Wenn er einen frühen Flieger spielt, dann hüpfe ich hier in die, hüpfe ich in die Luft. Okay, nice. Glück gehabt. Glück gehabt. Spiel einen Flieger. Spiel einen Flieger. Langweilig. Ich glaube, ich spiele ihn aus. Manchmal muss man auch... Manchmal darf man sich nicht zu schade sein. Du musst es einfach auch mal... einfach direkt ausspielen. Nein! Ach, fuck! Oh Gott. Ich wusste es. Ich dachte mir, weiß, ja, aber es ist grün. Ist vielleicht eher so ein weirdes Deck irgendwie. Und dann... Ja, er kriegt drei Schaden, er kriegt zwei Schaden pro Runde, ich krieg einen Schaden pro Runde. So, was ist wichtiger? Ich glaube, wir machen einfach Kyoram. Zumal er jetzt vielleicht noch die Kyora selber angreift. Ich meine, wir hätten ihn auch enttappen können für Reach, ne? Aber das hab ich ein bisschen verdödelt gerade. Gut, jetzt wird er einfach removed. Ey, wirklich, eine Aura ist einfach ein Todesurteil in diesem Spiel. Das sind zwei Grüne. Nature flows with vigor. Okay. Gut. Klappt doch soweit. Hench ist auch in einem erschwinglichen Rahmen. Im nächsten Zug haben wir 5 Mana. Das reicht sogar für Hench. Schauen wir mal. Ah, da ist er wieder. Da ist er wieder. Da will doch jemand Karten ziehen. Da will doch jemand Karten ziehen. Soll ich die direkt wegballern? Ich glaube, ich muss sie wegballern. Gesagt. So, was ist wichtiger? Hench oder wegballern? Wegballern gibt uns gleichzeitig 3 Schaden. Was können wir denn zu wegballern noch machen? Aber ich muss wegballern. Ich will nicht, dass er Karten zieht. Karten ziehen ist nicht mein Ding. Ah, jetzt kann er nicht angreifen. Aber gleich kann er angreifen. Passt schon. Ich meine, ihr die 3-3, die +3/+3 zu geben, ist natürlich auch verlockend, weil sie Trampelschaden hat, aber dann kann sie nicht angreifen. Natürlich auch nicht. Das ist die Frage, wer kriegt den +3/+3? Ich glaube, ich gebe es ihm, weil Reichweite, glaube ich, ein interessanter Faktor sein könnte. Weil ich mir gut vorstellen könnte, dass er viele Flieger hat. Und ich kann den 1-1 sehr gut gebrauchen, falls ich noch einen Last Struck Beast ziehe. Dann ist es besser, den 1-1 zu haben. Die 5. 6 Mana. Nee, ich spiele jetzt Hench, Mann. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses scheiß Questing Beast. Ey, das geht mir auf die Nerven. Ja, ich kann's ja doch alles spielen, Mann! Vergesse mal, dass man Hench direkt einsetzen kann. Ja, GG, Mann! Dieses fucking Questing Beast macht mir meinen ganzen Plan kaputt. Überlegst du dir so einen tollen Plan? Und dann gib dir einfach auf nach Questing Beast. Komm, mach noch ein Spiel. Aber das ist vielleicht eine Lektion, die ich noch lernen muss. Man kann Hench direkt benutzen. So, letztes Spiel für heute, versprochen. Keine Entschuldigung an die ganzen League of Legends Fans da draußen, die kurz warten müssen. Müsst ihr euch zur Abwechslung mal ein gutes Spiel anschauen. Überlebt ihr. Okay. Blau-Grün. Hat Blau-Grün viele Flieger?
Ja, die haben diese Hydroid-Krasses-Geschichte. Aber gut, da brauche ich natürlich gleich alle drei Harponiere dagegen. Ach Gott, wieder alle Farben, ey. Weiß, grün, blau. Aber das ist doch ziemlich ideal. Ah, es gibt nichts Schöneres als diesen scheiß Falken des Heilers einfach so mit so einem, mit der schönen Harpune einfach direkt in dein dumm grinsendes Gesicht. 1-1 Lifelink. Und was haben wir gelernt aus den letzten Spielen? Die muss removed werden. Ich will nicht, dass du Karten ziehst. So, ich glaube, das war's fürs Mana für dieses Spiel. So. Wir hätten 4 Mana. Ich glaube, da wir Niederring haben, kann ich es mir leisten, hier eine die Kreatur zu kaufen. So, jetzt sind wir bei 5 Mana für Hench. 1 Mana fehlt. Nice. Wir haben schon wieder vergessen, dass wir Handshake einsetzen können. Nice, nice. Nope. I don't think so, my friend. Und GG. Okay, gut, das war's für heute. Das war Beetlehenge. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Deck, es funktioniert ganz gut. Wird sich natürlich zeigen, wie es besteht, wenn wir so ein bisschen aufsteigen im Rang. Aber ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank auch an die ganzen Hand of Blood-Fans, die vielleicht kurz mal reingeguckt haben. Und ansonsten, haut rein, wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder, werden wir weiterspielen. Und bis dahin ganz viel Spaß. Jetzt kommt League of Legends für alle Fans, bleibt dran, schaut euch an, das wird fantastisch. Und heute Abend natürlich 20:30 Uhr, Pangasius, das große Finale, das könnt ihr nicht verpassen. Ansonsten habt einen schönen Valentinstag, bis dahin, macht's gut, ciao.